So, liebe Leute, lange habe ich schon sowas nicht mehr gemacht und es ist auch schon lange her. Und ja, wir haben es jetzt den 8.4.2019, 0:21 Uhr und ich habe mir jetzt gerade mal so ein paar Gedanken gemacht und ein bisschen überlegt, wie es eigentlich jetzt so weitergeht, könnte man sagen. Aktuell wisst ihr ja, dass ich sehr regelmäßig Videos produziere. Darunter Videos für Evoland 2, darunter Videos für Yoshi's Crafted World, Super Mario Maker, Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online, Farm Together und Mario Kart. Das sind jetzt gerade sechs aktive Projekte, die ich betreibe und auf meinem Handy geht es extrem weiter ab, denn dort, ich kriege also regelmäßig E-Mails und hier spiel das Spiel, spiel jenes Spiel. Und ich muss echt jetzt mir überlegen, was mache ich jetzt genau? Was will ich jetzt genau machen? Rein theoretisch würde ich am liebsten alle Videos irgendwie machen, alle Projekte gleichzeitig und die gesamte Zeit nur noch da rein investieren. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich dann wirklich sage, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe aktuell sechs Projekte. In diesen sechs Projekten stecke ich viel Zeit rein, viel Herzblut. Ich lese dann ab und zu mal Kommentare. Beantworte diese Kommentare auch. Teilweise sind darunter auch Kommentare, die dann sagen: Ey, Troplay, warum hast du beispielsweise so viele Abonnenten, aber so wenig Aufrufe auf den Videos? Das kann ich euch jetzt natürlich so halbwegs ein bisschen erklären. Es ist so: Ihr könnt das Ganze mit dem Domtendo vergleichen, Let's Play Markus, Gronkh oder wie auch immer. Nehmt einfach die Anzahl der Abonnenten und sagt dann, 10% davon sind gute Aufrufe. Alles unter 10% sind schlechte Aufrufe. Alles über 10% sind mega geile Aufrufe. Ja? Ihr könnt jedes Video vom Nintendo nehmen, ihr könnt jedes Video vom Gronkh nehmen, jedes Video von den Let's Play Markus, Looks Like Link und wen es nicht alles gibt. 10% sind ein guter Durchschnitt. Das heißt, bei 4000 Abonnenten sind 40 Aufrufe vollkommen in Ordnung. Video. Jetzt sagt ihr euch, ja, aber der Domtendo, der hat ja seine knapp 1,5 Millionen, sage ich jetzt mal, ich habe es jetzt nicht ganz genau geguckt, der hat seine 1,5 Millionen und der hat manchmal nicht so seine 150.000 Aufrufe, manchmal ist er sogar drunter. Das ist richtig. Ihr dürft jetzt eins auch nicht vergessen. Ihr habt einmal YouTuber, die Content createn oder Content Creator, also YouTuber, die Vlogs machen, die irgendwelche Videos machen wie Julian Bam. Oder auch wie Freshtorge und wie sie alle heißen, ja, die dann natürlich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche ein Video rausbringen. Da hat man natürlich dann nicht so viel zu gucken und hat dann nicht so viel nachzuholen, ne? Außerdem ist da noch mehr Zeit investiert und die stecken richtig viel Zeit rein für ein so ein Video, was in der Woche ist. So, dann haben wir Content Creator wie die Lochis, die zum Beispiel dann Songs aufnehmen, diese dann veröffentlichen, irgendwelche Challenges und so weiter, was aber fast schon in diesen gleichen Bereich geht. Aber die haben halt noch andere Möglichkeiten. Ja, und dann habt ihr natürlich die Let's Player. Bei den Let's Playern ist es halt so, sie spielen ein Spiel. Ihr könnt das Spiel selber auch genauso spielen und könnt das Spiel komplett nachverfolgen. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, die dann sagen, ich habe keinen Bock, mir das Spiel zu kaufen, deswegen gucke ich das woanders. So, und da kommen wir nämlich zu dem Knackpunkt. Ich habe welche bei mir in der Community, die ganz spät jetzt erst dazugekommen sind und beispielsweise Super Mario Maker gucken. Super Mario Maker ist ein Projekt, was jetzt schon seit 5 Jahren fast geht. Oder 4 Jahren. Ist ja egal. In diesen 4 Jahren sind ca. 1000 Videos zustande gekommen, nur alleine zu Super Mario Maker. Wenn wir jetzt Super Mario Maker nehmen und dann einen Zuschauer, der sagt, ich möchte aber von Folge 1 gucken, dann wisst ihr, dass bei ca. 1000 Folgen roundabout 15 Minuten, wenn mein Video länger dauert, 15.000 Minuten sind. Und diese 15.000 Minuten sind Stunden, wirklich massig Stunden, die da investiert werden müssen. Ich sehe es in meinen Statistiken, sehe, okay, gut, die Aufrufe stimmen. Ihr seht vorne nur die Videos. Ihr seht, das sind nur 12 Aufrufe. Und auch da kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Denn liebes, nettes YouTube hat es geschafft und hat gesagt, gut, passt auf. Im Vordergrund wollen wir nicht immer gleich aktualisieren, wenn ein Klick dazukommt. Das war ja früher anders. Da hat er gesagt, bei 301, zack, cut. Hier habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ich prüfe jetzt erstmal, ob die ganzen Views richtig sind. Okay, jetzt macht das YouTube schon im Hintergrund.
Im Hintergrund bekomme ich die deutlichen Aufrufzahlen, ihr bekommt sie aber noch nicht mitgeteilt, weil sie noch geprüft werden. Und wenn diese Zahlen nicht stimmen, dann wird das von YouTube korrigiert. Und erst nachdem diese Prüfung durch ist und man festgestellt hat, dass diese Videos ordnungsgemäß geschaut werden, kommen diese Klicks auch vorne auf das Video. Und selbst dann, wenn ein großer Schub kommt, nehmen wir jetzt mal Mario Odyssey als Beispiel. Ich hatte es eine Woche vorher, habe ein Video hochgeladen, es ging durch die Decke. Man hätte meinen können, ich habe mir Abonnenten gekauft, gerade jetzt, weil halt auch so wenig Aufrufe sind. Nein, habe ich nicht. Ich habe es live gesehen, ich habe gesehen und dachte mir, wow. Ja, aber das sind alles so Sachen, wie gesagt, das ist mir vollkommen egal. Also wenn ihr denkt, ich bin ein scheiß YouTuber oder sonst irgendetwas, macht das ruhig. Bloß denkt bitte vorher nach, bevor ihr sowas schreibt und vergleicht es auch gerne mal mit den Größeren. Das hat ein bisschen was mit Mathematik zu tun. An dieser Stelle möchte ich dann gleich das Thema wechseln und auch zu diesem Thema Mathematik kommen. Ich mache in letzter Zeit viel mit meiner neuen Familie. Ja, ihr habt richtig gehört, neue Familie. Ich sage Familie dazu, weil mir diese Leute sehr ans Herz gewachsen sind. Darunter meine Community, die mir ans Herz gewachsen ist. Also ihr, mit euch mache ich viel, gerade so Discord und so weiter. Aber auch natürlich mit meiner neuen Freundin, der Tina. Ich wollte eigentlich jetzt nie irgendwie ansatzweise hier diese Personen reinziehen, aber ich muss es jetzt einfach mal machen, ja? Denn es geht einfach darum, dass ich auch sagen möchte, erstmal, wie das Ganze so nicht zustande gekommen ist, sondern wie sich so das Ganze jetzt weiter im nächsten Verlauf ergeben wird, ja? Ihr habt ja schon mitbekommen, dass die Tizi, also die Tina, einen Super Mario Party Let's Play mitgemacht hat. Sie ist sich noch sehr unsicher und das möchte ich auch soweit respektieren und das respektiere ich auch und werde da auch warten, bis sie irgendwann mal soweit ist. Das zu dem Punkt. Zu dem nächsten Punkt ist dann das Yokai Girlie, das mit mir zusammen Mario Kart aufnimmt und auch diverse Let's Shows. Natürlich würde ich das gerne auch mit meinem eigenen Sohn aufnehmen. Hier an dieser Stelle schönen Gruß an ihn. Auch wenn jetzt seine Klassenkameraden oder Lehrer zugucken, könnt ihr ihn bitte von mir grüßen, wenn er das sieht. Ich hätte sowas liebend gerne mit ihm aufgenommen. Ich würde wirklich liebend gerne viel Zeit mit ihm verbringen. Aktuell ist es aber leider nicht möglich. Dazu möchte ich auch mich weiter jetzt nicht äußern. Es ist halt einfach nicht möglich. Das Yokai Girlie, wie gesagt, das ist jetzt halt hier, hat die Zeit, kann mir da helfen, kann mich da unterstützen und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Ja, denn ansonsten würde mir hier die Bude auf den Kopf fallen. Jetzt fragt ihr euch auch, warum ich da jetzt so einen blöden Windows-Bildschirm Hintergrund habe. Ganz einfach, weil hinter mir ist der Greenscreen und ich wollte eigentlich einen anderen schönen Hintergrund haben, habe aber, bevor ich jetzt lange suche, gesagt, komm, ich nehme den von Windows, den Standard-Hintergrund. Klar, ich hätte mich auch in mein Zimmer setzen können, irgendwo im Wohnzimmer, in die Küche, ins Schlafzimmer, wo auch immer, ist aber egal, ja. So, dann haben bestimmt einige auch schon mitbekommen, die auf dem Discord unterwegs sind, ich habe eine eigene Sticker-App. Die möchte ich jetzt mal ganz kurz in die Kamera halten. Und hoffe, dass jetzt keine Nachrichten kommen. Ich habe eine eigene Sticker-App, die Troplay Sticker-App. Ja? Dort könnt ihr euch natürlich dann diese tollen Sticker runterladen, die dann von der lieben Teen Anime sind. Ja? Sie hat sich die Mühe gemacht und hat mir da schöne Sticker zur Verfügung gestellt, wofür ich wirklich riesig, riesig dankbar bin. An dieser Stelle noch einmal danke, 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 liebes Teen Anime. Danke, danke, danke. Ja? Gut. Das war jetzt so viel dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt, um den es geht. Ich bin zurzeit echt überfordert. Ich selber möchte euch nicht enttäuschen, möchte ungern von den Projekten runtergehen, weil es mir einerseits auch Spaß macht. Aber ich möchte halt auch gerne Zeit mit meiner Familie, meiner neuen Familie verbringen. Möchte gerne Zeit verbringen mit wieder mehr Sport, was ich jetzt schon angefangen habe. Ich gehe jetzt regelmäßig laufen, bisschen Bauchtraining und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die gehen irgendwie unter. Ich versuche irgendwie alles noch irgendwo rein zu quetschen und alles zu regeln und so weiter. Und jedes Mal irgendwo gehe ich da wirklich nervlich an meine Grenzen. Ja? Das schlägt sich natürlich rein theoretisch auf meine Arbeit nieder, könnte man sagen, macht es aber nicht. Denn ich war 8 Jahre bei der Bundeswehr und in diesen 8 Jahren habe ich gelernt, mit wenig Schlaf auszukommen. Denn wenn man beispielsweise so einen Wachdienst hat, kriegt man nur so im Durchschnitt 4 Stunden Schlaf, wenn man überhaupt diese 4 Stunden bekommt. Und wenn man sich dann daran gewöhnt hat, dann ist das halt auch so, dass man weniger Schlaf braucht. Jetzt ist es so, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen daran gewöhnt, ein bisschen mehr zu schlafen, aber ich kann auch mit weniger Schlaf auskommen. Herausforderung dabei ist, wenn ich mehr schlafe, dass ich mich teilweise müde schlafe. Ein Teufelskreis. Egal.
So, dann kommen wir zu der nächsten Sache. Ihr habt ja auch gesehen, weil ich halt von so vielen Projekten spreche, dass der Dieter nicht mehr da war und auch die Komplettis nicht. Ja? Zu dem Dieter möchte ich sagen, der Dieter ist erstmal gestorben, denn der ist anscheinend bei einigen zwar gut angekommen, obwohl es Comedy war, aber bei anderen auch wiederum Ekel oder Fremdschämen, was auch immer. Liebe Leute, es ist YouTube, es ist das Internet. Ja, man kann hier ruhig mal seinen Spaß haben. Deswegen ist es aber dann nicht fremdschämend oder peinlich oder sonst irgendetwas. Das ist einfach Spaß, das ist Comedy. Da muss man einfach auch mal drüber stehen und auch mal drüber lachen. Und nicht sagen, nee, sowas gucke ich mir nicht an. Meine Güte, man möchte mal was ausprobieren. Ja? Ich habe zum Beispiel einen Kommentar gehabt, wo es um diese ganzen Wachsstreifen bei dem Dieter geht. Wie kann man sowas nur machen? Das sehen auch Kinder und so weiter und so weiter und so fort, ja? Aber liebe Eltern, eure Kinder lasst ihr gucken, beziehungsweise lasst sie sowas wie TV Total oder was weiß ich nicht gucken, ja? Oder Joko und Klaas um die Welt, wo die viel schlimmere Sachen machen, aber wenn ein kleiner Trollplay das macht, das geht nicht. Nein, das ist eine Vorbildfunktion, stimmt. Dann guckt noch mal ein bisschen RTL, guckt noch mal ein bisschen Hartz IV TV, dann geht das. Happy Birthday. Liebe Leute, ihr habt richtig gut in eurer Erziehung aufgepasst. Daumen nach oben, ja? Ich habe es geändert, habe natürlich dann entsprechend nach dem Kommentar das Video ab 18 gemacht, weil ich möchte ja niemanden verärgern. Bloß man sollte vielleicht auch mal selber überlegen, was die Kinder gucken. So, dann die Komplettis. Die Komplettis, also Heiko und Ramona, werden wiederkommen. Ich möchte nur dafür wirklich auch die Qualität ein bisschen steigern. Ich habe noch ein Video, das werde ich vielleicht irgendwann auch mal veröffentlichen. Das ist in der Pipeline. Es war halt nur eine Kamera, es war irgendwie, als ob da was fehlte und ich möchte halt gerne das mit mehreren Kameras machen, ja. Natürlich habe ich dafür auch ein tolles Team, also das Yokai Girlie, das Teen Anime und die Teezy, die mich da auch unterstützen und natürlich auch noch die Heike? Ich glaube, ich war die Ramone und er war die Heike? Egal, an dieser Stelle Grüße an Leon raus. Leon, ich habe dich nicht vergessen, es ist einfach nur zurzeit extrem viel für mich und ich würde das natürlich wieder gerne weitermachen, aber wenn es geht, einfach mal so zwischendurch, kommst du einfach vorbei, sagst mal, hey, lieber Tro, hast nicht mal wieder Bock, ich hätte eine geile Idee. Ja, wie gesagt, es sind einfach nur mit einer Kamera aufnehmen, ist einfach scheiße. Ja, ich möchte einfach mehrere Kamerawinkel haben, um das besser aufzufangen oder einzufangen, ja. Nehmen wir diese, nicht lachen Challenge. Ich hätte gerne zwei Kameras gehabt, einmal aus der Richtung und einmal aus der Richtung. Dass sie sich schön gekreuzt hätten, dass man hätte schön das sehen können. Und natürlich noch eine mittig. Herausforderung ist, ich brauche drei Stative und drei Kameras. Und damit es vielleicht perfekt ist, sogar noch drei die gleichen. Also, lieber Leon, wenn du irgendwann mal ein Huawei P20 Pro hast, wäre geil. Nein, verlange ich natürlich nicht, ne? So, dann, gab es auch noch eine Sache, wo ich wirklich jetzt komplett zurückgehe, und zwar die Bestrafungen. Ja? Ich habe in Livestreams Bestrafungen mir ausgedacht und ihr konntet die Bestrafungen durch Spenden erreichen. Darunter war auch eine Spende, wo es darum ging, dass ich mich meiner größten Angst stelle, nämlich der Höhe. Ja, richtig gehört. Ich bin jetzt sozusagen in genau einer Woche im Urlaub. In einem Freizeitpark. Und dort muss ich mich meiner Angst stellen. Das Ganze wollte ich für euch filmtechnisch festhalten. Jetzt ist es so, auf eine Achterbahn zu gehen, sich in die Hosen zu machen und dabei gleichzeitig noch das Handy halten, ja, sich verkrampft da reinhalten und dann fliegt das Handy weg. Nein. Daher war die Idee, eine entsprechende Kamera zu besorgen mit eurer Unterstützung und natürlich mit eurer Unterstützung einen passenden Helm. Sekunde. Helm. Gut, er ist ein bisschen durchsichtig, weil er halt gelb ist und das ist ein Greenscreen und die. Egal. Ja, also ihr könnt ihn hier mal ganz kurz sehen, ein Helm. Ja, der Helm wäre es jetzt nicht gewesen, mal davon abgesehen. Das hat mit was ganz anderem zu tun. So. Oh, ich bin aus dem Bild raus. Nein. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, ich stelle mich meiner Angst.
ich und nicht ihr. Ja? Ich möchte mich meiner Angst stellen und deswegen mache ich das auch. Ich glaube auch, dass ich danach, ehrlich, vielleicht auch so einen Herzinfarkt oder sowas habe, keine Ahnung. Ich muss gucken. Bin ich ganz ehrlich, ich bin da ganz offen. Ja, aber ich weiß, dass ich meinen Schatz dabei habe und dass sie sich darum kümmern wird, sollte mir irgendwas passieren. Also in Form von hier. Ne? Also nicht, aber keine Ahnung. Wenn sie mich dann wickelt, ist auch in Ordnung. Wäre mir nur extrem unangenehm. Lassen wir das, nein. Ja, dann ist es auch so, habe ich eine gewisse Zeit versucht, Musik zu machen. Habt ihr auch gesehen in einigen Vlogs, ich habe versucht Musik zu machen, habe auch versucht da irgendwie ansatzweise jemanden zu finden, der mich da unterstützen kann. Man trifft da leider nur auf, ja, ich sag jetzt mal Wände. Es gibt jetzt nicht wirklich jemanden, der sagt, oh, Tro, ich helfe dir, wir machen was draus. Hat sich nie jemand dazu geäußert. Ja, also habe ich mir Gedanken gemacht, macht es Sinn überhaupt noch sowas zu machen? Ja, ich liebe die Musik, ich liebe das Tanzen und es macht mir alles Riesenspaß. Aber ich glaube, das ist halt so ein Hobby, damit habe ich zu spät angefangen, von dem her lassen wir das Ganze vielleicht mal. Ich weiß es nicht. Ich kriege positive Kritik, meistens aber dann so eher, keine Ahnung, von Leuten, die vielleicht keine Ahnung haben. Und ich kriege negative Kritik und selbst wenn ich die negative Kritik bekomme, wird nicht direkt immer gesagt, was falsch ist, beziehungsweise ja, da hast du die Töne nicht getroffen. Ja, ist richtig, ich habe ja auch keine Übung da drin. Ich würde es aber gerne und würde natürlich auch gerne trainieren. Aber okay, gut. Ja, und ja, tanzen habt ihr mich bisher noch nicht gesehen. Hat auch seine Gründe. Denn wenn man sich heutzutage die Videos anguckt, wie einige Leute tanzen können, dann sage ich mir, wow, Hut ab. Könnte ich auch, würde ich auch gern können, ist aber viel zu lange her und mittlerweile mit meinen 36 Jahren, glaube ich, wird dann auch das Alter so ein bisschen an mir nagen. Also, ne, nicht, dass ich dann mich drehe und dann, oh, mein Rücken. Nein, habe ich keine Lust drauf, deswegen erstmal Sporttraining mit Laufen. Oh. Nee, gut. Ja, so viel zu diesen ganzen Sachen. Ich jedenfalls wollte mich einfach mal so mitteilen, wollte einfach mal so ein paar Gedanken loswerden, wollte nochmal loswerden, dass ich meinen Sohn ganz doll vermisse. Also ich würde mich freuen, wenn du dich mal wieder bei mir melden würdest. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gehört oder gesehen oder geschrieben. Dann möchte ich aber auch noch sagen, dass ich wirklich richtig glücklich mit meiner neuen Freundin bin, mit der Tina, auch glücklich mit den beiden Kindern. Wir haben richtig viel Spaß zusammen. Und das muss ich auch nicht mehr irgendwie ansatzweise verstecken oder so. Ich habe es eine Zeit lang teilweise, sag ich mal, versteckt oder beziehungsweise wieder mich ein bisschen zurückgenommen, weil ich wirklich am Anfang sehr krass war. Aber ich denke mal, jetzt ist mittlerweile Zeit dahin und deswegen, ja. Ich möchte natürlich auch an dieser Stelle meinen Bruder grüßen, der mich immer unterstützt hat. Und hoffe, dass ich ihn auch bald mal wiedersehe, dass wir uns da irgendwie mal wieder treffen. Ja, an dieser Stelle denke ich mal, war es das erstmal. Eigentlich war es nicht wirklich etwas, was viel Sinn ergeben hat. Ich einfach nur mal von der Seele reden. Einfach mal Labarababa und ja. Es waren jetzt 19 Minuten komplett Schwachsinn, ohne Sinn und Verstand. Und ich hoffe ja wirklich jetzt um 0.40 Uhr, dass vielleicht der eine oder andere mich verstehen kann oder vielleicht der eine oder andere auch sagt, ey, Tro, obwohl, was soll er sagen, ey, Tro, du hast eine Klatsche. Du bist verrückt, keine Ahnung. Ja, so viel dazu. Ich habe mich ganz herzlich bei euch zu bedanken, wirklich für eure tolle Unterstützung. Wir sind auf einem guten Weg, was YouTube angeht, auf die 5000, plus aktuell, wie gesagt, meine Kräfte sind teilweise aufgebraucht und Energietanken wird immer schwerer und ja, wenn es Leute gibt, die beispielsweise mich unterstützen wollen, sei es auf Facebook, sei es auf Instagram, auf Twitter, im Discord, in YouTube oder sonst irgendwo, klar,
könnt ihr euch gerne melden. Ich freue mich immer über Leute, die da einen unterstützen. Ja, nehmen mir Arbeit ab. Genauso, wenn jemand für mich einen Banner machen möchte oder so. Das sind alles so Sachen, aber wie gesagt, es liegt an euch. Es liegt an euch. Ich wachse durch euch. Ich wachse durch euch Zuschauer. Besser gesagt, ich wachse auch durch die Teasy. Ich wachse durch meine Arbeit. Man lernt also nie aus. Von dem her sage ich, ich bin euer Tro. Danke fürs Zuhören. Haut rein. Tschüss.